Liebe Töchter, ich danke euch für das vergangene, erfolgreiche Jahr und wünsche euch ein großartiges neues Jahrzehnt, das sicherlich das glücklichste werden wird. Unsere Partei hat bei den letzten Wahlen 99,9% erreicht. Die Regierung hat nicht mit abgestimmt. Oh, unser Volk ist das glücklichste und gesündeste der Welt. Tausende von Danksagungen haben mich erreicht. Ein Hoch auf die Präsidentin! Hoch! 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 Aber kommen wir nun zum Höhepunkt der heutigen Silvesternacht. Wir zeichnen den vorbildlichsten Menschen des Landes aus. Miss Thistlestone, bitte. Vielen Dank, werte Präsidentin. Ich rufe nun auf Charlotte Pickworth. Bitte komm zu uns auf die Bühne. Charlie, das bin ich. Sie meint mich? Ja, verzeihung, ich bin hier. Charlotte Pickworth. Sie erhalten den Orden erster Klasse am Band für hervorragendes gesellschaftliches Verhalten. Ihr Systemkonto hat den Punktestand von 1.755 Punkten erreicht. Sie verhalten sich vorbildlich im Verkehr, haben nie im Betrieb gefehlt, ernähren sich nach Vorschriften des Gesundheitsministeriums und halten sich durch regelmäßiges Turnen fit. Hier auch ein großer Dank Ihrer Krankenkasse. Nun, und das wollen wir nicht vergessen, Sie sehen die richtigen Streamingdienste und haben die Partei des Fortschritts und damit die großartige Präsidentin Penelope McJohnson gewählt. Applaus. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt und ich werde auch weiterhin unsere Gesellschaft unterstützen. Halt, aufhören! Ruhe! Was ist? Gerade kam diese Meldung. Der Sohn, Thomas Pickworth, hat sich sein Personalchip entfernt und sämtliche wichtige Kameras an seiner Schule zugeklebt. Charlie? Sorry, Mom. Was ein Auftritt. Vernachlässigen Sie Ihre Kinder? Was? Nein, natürlich das nicht. Sind mindestens Linda. Wie viele Gesellschaftspunkte verliert Miss Pickworth dadurch? Miss Pickworth verliert 52 Gesellschaftspunkte. Nein, Mom, bitte! Das ist keine schöne Sache. Nehmen Sie den Orden wieder ab. Aber bitte, ich könnte doch... Danke, Miss Pickworth. Sie können gehen. Wie kann so etwas in einer solch vorbildlichen Familie nur geschehen? Ist sie nicht auch im Bildungsministerium angestellt? Nun, es wird immer Menschen geben, die für den Fortschritt nicht reif sind. Aber lassen wir uns von solch einem gesellschaftlichen Auswurf nicht beeindrucken. Wo sind meine Püppis? Hier sind sie. Nun, ich habe dich, Bella, nicht zur Landwirtschafts- und dich, Andy, zur Verteidigungsministerin gemacht, damit ihr euch am Gefühl eurer Figur verschandelt. Zeigt dem Volk, dass wir es lieben. Achtung, es ist Zeit für den Neujahrsgruß. Wir gehen auf Sendung in genau 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Achtung für Musik. Witches are back, and there's hell to pay. I put a spell on you, and now you're mine. Hello, everybody. I'm here. I put a spell on you.
Ist zu hoch. Wie wäre es mit einer Möhrensuppe? Alle Zutaten hierfür befinden sich im Kühlschrank. Soll ich das Rezept aufrufen? Nein, danke. Du solltest aber etwas essen. Dein Blutzucker sinkt sonst zu sehr ab. Wo sind Charlie und Brenda? Brenda ist mit ihren Freundinnen im Utopia Dream Park. Und Charlie ist... Charlie hat wieder seine Ordnungsfunktion ausgestellt. Moment, switche um. Benutze Wärmescanner. Erfasse ihn im... Sie, sollte... wo ist er? Er ist in seinem Zimmer. Was? Soll ich ihn anstupsen? Nein, ich mach das selber. Charlie! Ja? Was ist? Was ist? Das fragst du noch so. Nichts. Nichts ist. Alles kaputt. Du machst alles kaputt. Wieso? Es tut mir leid, aber irgendwer muss doch was unternehmen. Das geht doch nicht. Ach, es tut dir leid. Wie stehe ich denn jetzt da? Bist über beide Ohren blamiert. Mein Job in der Szene und willst mir um die Ohren hauen. Und in Urlaub kannst du dir die Haare schmieren. Auf die Systemferien könnte ich halt gerne verzichten. Ach, Charlie, warum stellst du dich gegen das System? Wir hätten solche Chancen. Ach ja, was denn? Wir waren so kurz davor, den Adios hier produzieren zu können. Mit den schönen Parks und dem Freihauslieferservice. Da muss man nichts mehr über den Kühlschrank bestellen. Sie scannen alles im Vorbeifahren und kurz darauf wird es geliefert. Wir hätten noch eine Linie bekommen können und wir hätten sich um nichts mehr kümmern müssen. Mom, hör endlich auf damit. Merkst du nicht, was hier los ist? Fängst du schon wieder mit deinen Verschwörungstheorien an? Mom, kannst du dich noch erinnern, als Samets Uropa in der DDR im Gefängnis saß, weil er gegen das Regime geschrieben hat und wie die Stasi die Wohnung von ihm und Uroma abgehört und die beiden auf Schritt und Tritt bespitzelt haben?
Ihr seid deswegen ausgereist und habt es immer verurteilt. Und jetzt ist alles in Ordnung, oder was? Das war in Deutschland. Das ist mehr als 40 Jahre her. Das war was ganz anderes. Ach ja, was denn? Jetzt sagst du doch auch nichts mehr gegen die Regierung. Sagen sie, wir hören mit. Und wenn du dich gut verhältst, bekommst du einen Bonus oder einen Snack, Anni. Hast du sie auch gesehen? Was? Wen? Ob du sie gesehen hast. Ob ich wen gesehen habe? Gwen. Gwen McJones. Gwen McJones? Die Tochter der Präsidentin? Ja. Ja, natürlich habe ich sie. Och, Charlie, ich verstehe dich nicht. Du tust alles, um negativ aufzufallen und dann verguckst du dich in die Tochter der Präsidentin? Sie ist nicht so wie ihre Mutter, das weißt du. Und woher weißt du das? Ich fühle es. Du fühlst es. Ach, mein Junge, du musst noch viel mehr mit uns nehmen. Außerdem willst du mit Lovely zusammen sein. Lovely, diese schmierigen Schlagertante, das ist nicht dein Ernst. Ja, sie hat es vorhin auf Twitter geschrieben. Schau, heute wird sie in ihrer Show sein und da wird sie es bekannt geben. Das geht nicht. Ich muss los. Charlie, du wirst es nicht verhindern können. Charlie! Was habe ich noch falsch gemacht? Dich dabei begleiten zu dürfen. Das
sehr lieb von dir. Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt. So Leute, ich denke, das war's für heute und ich habe euch nicht so viel versprochen. Und wer jetzt noch Zeit hat, kommt mit uns. Mit uns! In den Utopia Dream Park und fährt mit der neuen Digital Storm Achterbahn. See ya! See ya! Oh, danke! Oh. Super, Nachricht! Bis morgen! Ja, ciao! Sehen uns dann dort.
Diese Leute bringen Unglück. Aber er sah echt niedlich aus und er muss süß verstört. Honey, jetzt pass mal auf. Eigentlich wollte ich dir es erst am 17. Geburtstag sagen, aber vielleicht ist es besser, wenn du es jetzt schon weißt. Mom, was ist? Nun, du wirst in Zukunft viel zu tun haben, die Verantwortung übernehmen und dabei sollen sie dich auf jeden Fall bewundern. Dafür ist sie genau die Richtige an deiner Seite. Geht es irgendwie genauer? I was once like you, my child, slightly insecure. Argued with my mother too, thought I was mature. But I put my heart aside and I used my head. Now I think it's time you learned what dear old mama said. Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be me? Don't you wanna make mischief your daily routine? Well, you can spend your life attending to the poor. But when you're evil, doing less is doing more. Don't you wanna be ruthless and rotten and mad? Don't you wanna be very, very good at being bad? I have tried my whole life long to do the worst I can. Clawed my way to victory, built my master plan. Now the time has come, my dear, for you to take your place. Promise me you'll try to be an absolute disgrace. Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be cruel? You wanna be nasty and brutal and cool? And when you grab that wand, that's when your reign begins. Who wants an evil queen without a second sense? Don't you wanna be heartless and hardened as stone? Don't you wanna be finger-licking evil to the bone? So, Schätzchen, es ist Zeit für die Arbeit. Auf zur Öffnung der Utopia Dream Park Achterbahn. Das Volk muss bei Laune gehalten werden. Sonst denken wir immer noch nach. Aber du machst das schon. Komm! Yeah. Oh,
Ja, Fox News haben sie es gebracht unter Breaking News. Ach ja, die Ben. Die hat ja auch so einen eleganten Körper. Eleganten Körper. Noch die andere Präsidenten. Noch diesen Duppe. Typisch. Was hat sie? Das neue Korrektur und Rapunzel. Das ist schon was. Das war sie! With me. For if you hide under the covers, you might never see the day. But if a spark can start inside your heart, then you can always find the way. So when life is getting dreary, just pretend that you're a leery. Yes, you truly like fantastic. Thank you.
unseren Gegnern des Systems weggenommen haben. Einigen von ihnen gelang die Flucht aus dem Heim und die Jungen leben sich hier im Untergrund. Hey Charlie, wen hast du denn da mitgebracht? Wer bist du? Ich, Gwen. Wie, wer mit Johnson? Ja. Oh, das war wohl falsch. Ja, das könnte man so sagen, der Name ist hier nicht so ganz populär. Hey Leute, ihr könnt rauskommen, sie tut euch nichts. Wirklich? Nicht, dass das ein Trick ist? Ihr könnt ihr vertrauen, glaube ich jedenfalls. Frechheit! Und wer bist du? Ich bin Schiller. Friedrich Schiller. Und ich bin Goethe. Ich bin zuständig für Goethes gesammelte Werke. Ich bin zuständig für Schillers gesammelte Werke. Unbekürzt. Deswegen Goethe. Meine Freunde sagen aber auch Richie. Zu mir sagen sie Bill. Hallo Richie. Hallo Bill. Und das hier sind Blyton. Hier. Lynn Green. Hier. Und Jammer. Unsere Kinderbuchautorin. Guten Tag. Hi Ben, ich bin Rosamunde Fischer. Jeder von uns ist für bestimmte Autoren zuständig, sogar für Karl Lorenz. Wir lesen und bereiten alle Bücher, die wir in eurer Welt noch finden können. Bücher? Ja, die aus Papier! Papier und die Umwelt? Nee, wer hat denn heute noch Zeit, Geschichten zu lesen? Da verpasst man noch wichtige Infos. Das ist wie mit den News. Hä? Überschrift genügt und man ist vollkommen wild. Wir lesen Geschichten und spielen. Wir spielen auch. Ja, wenn ich da gucke, wir haben Brettspiele. Karten. Eisenbahn. Oh, ich wollte schon immer eine haben. Aber meine Mutter meinte, gegenständliches Spielzeug ist nicht so gut, weil es immer überall rumliegt. Naja, aufsehen muss man natürlich. Aber das kann auch Spaß machen. Meine Mutter ist ein Control-Freak. Ich glaube, wenn ich alles am Computer mache, also Hausaufgaben, Spielen, dann kann sie besser überprüfen, ob ich das mache, was sie will. Naja, und meine Lehrer auch. Aber dann bist du doch total überwacht. So hatte ich das noch nicht gesehen. Hey, willkommen in der Realität. Und übrigens, das ist ein Buchtitel schon. Alles über die Geschichte der Welt ist mir auch nicht ganz korrekt. Stella, komm mal zu uns! Stella ist eine Bibliothekarin. Sie kennt eigentlich alles. Wisst ihr, was ist? Oh, so? Stella, könntest du uns bitte etwas über die Bücher, die Geschichten sagen? Jetzt? Aber ich muss noch den Brock aussortieren. Wasn't on the sauce. Now I'd like to share the wisdom of my favorite bibliophile. He said, "Cover is not the books, open it up and take a look. It's under the covers, what the scour said. The king may be a crook, shut the tyrants all like signs. And if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. Seems though her trunk of top was barren, but her roots were like
weggelaufen. Ha! Einfach so. Ja, noch mit diesem Junge. Bella, Eddie? Ja, Mama. Hat sie davon gewusst? Nein, Mama. Wir waren im Utopia Dream Park und dann kam dieser Junge und dann waren plötzlich beide weg. Sie hat die arme Lovely einfach so stehen gelassen. Das war sehr böse von ihr. Die arme Lovely. Was für eine peinliche Angelegenheit. Ich hab sie gleich geschmissen. Ha, rangeschmissen hast du nicht. Das ist nicht wahr. Doch, rangeschmissen. Du bist doch nur neidisch, du Moorhuhn. Das bin ich gar nicht. Rangeschmissen. Nein, warte! Kinder, beruhigt euch. Annie. Bella, es reicht. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Die Vereinbarung mit dem System steht. Am 1. Januar übergebe ich die Geschäfte an Gwen. Eddie, das ist aber so vorne. Die Datenauswertung hat ergeben, dass Gwen zuletzt erhöhten Blutdruck hatte. Was zu anschließen ist, oder sie ist gerannt. Ihr ID-Band wurde geortet und war in einem Gummideckel in der Chester Street eingebaut. Ist da keine Kameras? Doch. Aber diese waren abgeklebt. Schlebt? Haben Sie den Schiff geortet? Nein, die Wächter sind unterwegs. Mama, wenn nicht, darf ich dann nicht? Bella, du kannst es wohl nicht abwarten. Außerdem hast du eine Aufgabe. Hornverband und Tier, also. Ha, Kühe, passt doch zu dir. Du Mistkühe! Halt! Reißt euch gefälligst zusammen. Ich muss nachdenken. Chester Street. Da war doch letztens. Ich kombiniere das. Das müssen die Bücherkinder sein. Diese Bücherkinder haben immer ihre Hände im Spiel. Sie sind wie ein Virus. Aber jetzt ist Schluss damit. Holt mir das Kabel! Ja, Mama. So. Thank you.
und wann kommen Sie denn? Verdammt! Wir haben um 15 Uhr eine Verabredung zum See. Um 16 Uhr. Danke! Video. Es geht mir um die Verabredung. Videokonferenz mit den Filialen in Übersee. Um 17 Uhr. Ha! Es reicht! Was riecht dir denn so komisch aus der Küche, Linda? Hallo Tilla, die Gans für den Besuch ist in 45 Minuten fertig. Die Gans? Es ist ein Apfelkuchen und der sollte nur 10 Minuten in den Ofen! Oh, ich habe Meldung. Gans noch nicht fertig. Sie werden ihn nicht öffnen können. Das kann doch nicht wahr sein! Ihre Tochter kommt gerade an. Hi Linda. Hallo Lovely. Du siehst heute besonders gut aus. Dankeschön. Los, Mom? Möchtest du Musik hören? Nein. Mom, möchtest du die Nachrichten? Ja. Ich beginne mit der Datenübertragung. Mom? Mom? Sie ist in Küche. Sie ist in Küche. Ja, ich rieche es. Linda, der Ofen geht immer noch nicht auf. Lovely, du bist schon da? Ja. Hallo, Tilla. Der Ofen öffnet in 30 Minuten, wenn die Gans fertig ist. Soll ich auch noch? Ich vielleicht. Was soll ich denn noch tun? Linda, es ist ein Apfelkuchen. Apfelkuchen. Suche Rezept. Linda, ich brauche kein Rezept für Apfelkuchen. Und suche Vergleichbares. Da ist einer im Ofen, es qualmt. Habe Meldung über Rauchentwicklung. Löse Sprinkleranlage aus. Nein! Tilla! Tilla, was ist mit dir? Du siehst ja schlimm aus. Schrecklich siehst du aus. Hallo Gundula. Hi. Hallo Grisella. Hi. Hallo Greta. Hi. Oh, sie hat uns erkannt. Das ist ja toll. Da kann man sich mit das richtig gut. Sie ist mit der Systemcloud verbunden. Tilla, es wird Zeit, dein Besuch zum Tee kommt gleich. Ich schmeiß das blöde Ding aus dem Fenster. Er ist schon da! Er? Hattest du nicht deine Freundinnen eingeladen? Du hast den neuen XC3PO! Oh mein Gott! Ich sag ja immer zu Peter, den muss man haben. Aber er stellt sich vor, wie mein Roger, der XC3PO wäre nur rausgeschnappt. Dabei sollte er doch eigentlich so gut im Haushalt helfen. Er wird verwirrt. Hast du ihn denn? Sie. Er ist eine Sie und heißt Linda. Linda? Sie heißt alle Linda und die hier macht mich wahnsinnig! Also ich verstehe dich nicht. Hast du den Begleitdisk nicht eingelesen? Die Gans ist fertig. Das ist aber überraschend. Hast du nicht was zum Apfelkuchen gesagt? Den Rezept deiner Großmutter? Gebackene Großmutter, suche Rezept. Lovely kann kein Rezept mit diesem Namen finden. Es riecht hier übel. Lovely? Du hast recht. Lovely! Lovely! Hallo Lovely, du siehst besonders gut. Lovely, ich brauche deine Hilfe. Bitte befrei mich von Linda. Geht golfen, spazieren, ins Kino, macht sonst was. Bitte! Ja, okay, aber ich muss nachher noch ins Studio. Die Präsidentin sendet heute ihren Appell an Gwen, dass sie sich endlich melden soll. 12 Monate ist sie nun schon weg. Ich weiß nicht, warum du diesen Mädchen immer noch mit dir hast. Mach deine eigene Karriere. Hallo, Lovely. Wollen wir ins Kino? Ja, mein Lieber. Sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr ins Kino gehen will. Das ist schön. Gehe gerne mit dir ins Kino. Dein XT3PO scheint Lobby ja sehr zu mögen. Was ist denn nun mit Tee und Kuchen? Tee und Kuchen, Tee und Kuchen. Also ich verstehe Tilla nicht. Sie wirkt so derangiert. Nachvollziehen kann ich nicht, wenn man es im Ministerium und sie besitzt ein XT3PO. Du hast recht. Was könnte man meinen? Sei undankbar. Wenn ihr mich fragt, ich glaube, sie werden die Wechseljahre. Sie ist auf die rote Gesicht. Meinst du wirklich, eben noch der Präsidentenfamilie Luna und bald gibt sie auf ihren Pfannkuchen und ihre Tochter wird eine schwierige Schlagersängerin? Was ist denn, Schatz? Wo willst du denn mit dem Regenschirm und draußen scheint die Sonne? Draußen schon, aber in meiner Küche tobt ein Sturm aus schwarzem Rauch und Regen. Du scherzt. Sie hat so viel Humor. Ja. Ich scherze überhaupt nicht. Und ihr macht jetzt, dass ihr hier rauskommt. Denn ich werde in genau 5 Minuten dieses vollautomatische Smart Home in die Luft jagen mit oder ohne euch nur raus!
Roman vergessen, fahr nicht um die Sätze. Sag den anderen noch Bescheid, ich weiß gar nicht, was heute los ist. So werden wir diesen Präsidentenpalast niemals stürmen. Yes.
harmlos. Akku leer, Piech! Hortensio! Mein Walztanz kennt nur eine Tonart. Reichtum! Leute, geht schlafen. Übermorgen werden wir die Silvesterparty meiner Mutter stimmen. Dann müsst ihr ausgeschlafen sein, okay? Die widerspenstige Zähmung, du hast aus der widerspenstigen Zähmung zitiert? Charlie, du bist echt ein Anfänger! Nimm's nicht so schwer, immerhin hast du ihr den Hamlet nicht gegeben. Sonst würde sie dich jetzt in Geisteskrankheit. Und jetzt, lass uns schlafen. Ich bin eben einfach ein Loser. Charlie, ich bin dich toll. Ich muss doch mal los. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Nicht, dass da irgendwas schief läuft. Sei bloß vorsichtig. Mach ich. Komm, Sandmännchen zum Papa. Lass uns schlafen. Thank you.
liebe Gwen, wo auch immer du gerade sein magst, bitte komm doch zu uns zurück. Wir lieben dich doch. Du bist jung und machst deine Erfahrung, aber jetzt musst du auch an deine Pflichten denken. Musik. Ihr wartet aber heute sicher kein Zeichen.
Zeichen setzen. Woher weißt du überhaupt, wie man das macht? Von Linda. Sie hat mir den Ausgriff hat sich gezeigt. Macht sie nur gegenüber voll. So, nun leg dich aber hin. Erzählst du uns noch eine Geschichte? Eine Schweinegeschichte? Eine coole Geschichte? Eine schöne Geschichte? Und manche Geschichte? Abgemacht. Aber dann wird... geschlafen. Die Welt der verlorenen Dinge. Everybody's waiting for me to ride.
weiteres erfolgreiches Jahr. Durch die umfassende Digitalisierung haben wir einen absoluten Überblick über unser Volk erhalten. Kriminalität ist gegen Null gesunken. Unser Volk lebt sicher und fröhlich. Menschen, die unsere Gemeinschaft stören wollen, können nun leicht erkannt und eliminiert werden. Ach ja, Gwen, Schatz, du bist zurück? Ich freue mich so sehr. Da bin ich. Schluss mit der schwierigen Komödie. Gwen. Es reicht, wir haben den Palast umstellt. Es ist aus. Aber mein Schatz, was ist denn los? Was los ist? Ich bin endlich aufgewacht. Ich habe dich durchschaut. Aber Gwen, du fantasierst. Vielleicht sollst du dich erst einmal ausruhen. Dann sieht die Welt morgen schon wieder ganz anders aus. I'm just right. I'm the witch.
Daten weitergeben.